wo ich wirklich Vorletzter geworden bin, da überhaupt kein Wind oder Welle war. Und ich hatte einfach sehr, sehr viel Pech. Klar, es ist ein Natursport und man kann das leider nicht ändern. Insgesamt über 100 Athleten aus aller Welt treten in der Disziplin Wave Riding gegeneinander an. Unter ihnen auch Lina Erpenstein, 96er Jahrgang. Die Kieler Medizinstudentin liegt auf Sylt aktuell auf Platz 3, im Gesamtranking auf Platz 4 und sie will nur eins. Endlich ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen. Ich möchte Weltmeisterin werden, schon ganz lange. Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal tatsächlich die Gelegenheit. Und auch wenn es am Ende nichts werden sollte, ist es natürlich schon ein super cooles Gefühl, dass überhaupt die Gelegenheit da ist. Die Wetterbedingungen sind heute eher suboptimal für die Surfer dieser Welt. Der Wind fehlt. Die Nordsee ist eigentlich bekannt für hohe Wellen. Eine große Herausforderung, auch für Profis. Philipp Köster sieht sich mit Blick auf seinen nächsten Start im Vorteil. Wir haben noch eine zweite Runde, die wir surfen müssten. Eine sozusagen Rückrunde. Und die wäre vielleicht am Samstag, wenn es jetzt passt mit den Bedingungen her. Klar, wenn ich jetzt nicht mehr aufs Wasser muss, dann habe ich jetzt hier offiziell gewonnen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber gut, wenn ich jetzt nochmal aufs Wasser muss, mache ich es natürlich auch, gebe alles und versuche das noch richtig zu gewinnen. Auf der Promenade gibt es für die Zuschauer ein umfangreiches Rahmenprogramm. Aber am allerbesten ist es, dass der Brandenburger Strand ein super Spot ist, um den Wettkampf zu beobachten und ganz nah an den Sportlern zu sein. Zum Beispiel an diesem Profi aus Frankreich, der Sylt schätzt. Sylt ist meiner Heimat ähnlich. Ich komme aus Nordfrankreich. Wir haben dieselben Windbedingungen. Deshalb mag ich das Event hier. Es ist ein großes Event und das ist klasse.